Ja, genau, also History-Information, ja. Erstmal so, mal so als Überblick, das war hier Stand von vor 4 Jahren. Es ist noch nicht so viel da. Man sieht so wie Mildensee da hinten und da sind irgendwie so Landstraßen, aber die Autobahn ist noch nicht da und naja, aber es war schon was da. Also OpenStreetMap und Dessau, das gibt es schon etwas länger. Interessant ist halt jetzt die Frage, wie kam es denn von dort zum heutigen? Also wie sind die Zwischenschritte? Und das ist das Thema, worüber ich gerne reden möchte, nämlich History-Information. Wenn man darüber redet, muss man erstmal sagen, worüber man redet. Es gibt verschiedene Arten von Vergangenheit, zumindest in OpenStreetMap. Das erste und naheliegendste ist die echte Vergangenheit. Das ist das, was wir alle kennen. Ein Geschäft wird eröffnet, dann geht er pleite, dann kommt ein anderes Geschäft rein, dann wird das Haus abgerissen und ein neues gebaut. Das ist eine Art von Vergangenheit. Die andere Vergangenheit, die man betrachten muss, ist die Vergangenheit von OpenStreetMap selber. Das sind zum einen Dinge wie der Kartenstyle wird verändert. Die Autobahnen waren erst grün, dann sind sie gelb, dann sind sie blau. Aber auch Schemaänderungen. OpenStreetMap, wir haben es gerade im Vortrag von Frederik gesehen, besteht aus Nodes, Rails und Relations, aber das war nicht immer so. Es gab auch mal andere Schemata, die andere Elemente hatten. Und die wurden dann ineinander übergeführt und irgendwie synthetisiert, dass es jetzt halt alles irgendwie so passt. Aber auch das ist ein Teil der Vergangenheit, die OpenStreetMap so mit sich rumschleppt. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Vergangenheit, nämlich die Vergangenheit der Daten, mit denen wir arbeiten. Und worüber wir eigentlich reden, ist dieser Teil. Die ersten beiden Informationen, die sind zwar irgendwie in OpenStreetMap drin, aber nicht so, dass wir sie verarbeiten könnten. Also es gibt zwar Informationen, dass da mal ein Geschäft war und das ist jetzt nicht mehr da, aber keiner weiß, ob es gelöscht wurde, weil es falsch eingetragen war oder ob es gelöscht wurde, weil es geschlossen hat oder ob es gelöscht wurde, weil das Haus abgerissen ist, das wissen wir nicht. Und auch die Vergangenheit des Projektes als solches, die ist zwar irgendwo im SVN-Repository so drin, aber sie ist nicht Teil der Datenhaltung und sie ist auch nicht Teil von dem, was wir hier auswerten, wenn wir über History-Informationen reden. Warum will man das überhaupt tun? Ich meine, wir arbeiten doch sehr gut mit dem Ist-Stand der Karten. Warum müssen wir uns die Vergangenheit angucken? Was bringt uns das für Vorteile? Die Fragen, die man beantworten kann mit History-Informationen, die kann man auf verschiedene Personengruppen beziehen. Also zum Beispiel wir Kartografen, wir fragen uns oft, wer hat das gemacht? Und warum ist es jetzt so hässlich? Warum ist das Haus kaputt? Warum ist meine Radfahrrelation kaputt? Wer war's? Wir fragen uns aber auch, wie sah denn diese Stadt aus? Vorgestern, vorvorgestern war das nicht anders. Manchmal werden Man hat mich letztes Jahr jemand angesprochen, werden ganze Ortschaften, ich sag mal, umgesiedelt, weil da halt jetzt Tagebau stattfindet. Und dann möchte man vielleicht nochmal gucken, okay, wie sah das denn letztes Jahr aus? Da war das doch alles vollständig. Wie sah das letztes Jahr aus? Wie sah es gestern aus? Wie sah es vor 10 Jahren aus? Na gut, da gab es noch nicht vor 5 Jahren aus. Und eine Frage, die sich halt immer wieder stellt, ist, wie kann ich das rückgängig machen, was hier passiert ist? Wie kann ich das, was hier jemand kaputt gemacht hat, das bezieht sich so ein bisschen auf den ersten Punkt, wie kann ich das wieder fixen? Aber neben den Fragestellungen, die wir Kartografen uns stellen, gibt es auch Fragestellungen aus der Forschung. Zum Beispiel Community-Verhalten. Man kann an diesen historischen Daten, an den Daten, wie OpenStreetMap die ganze Zeit so sich entwickelt hat, seit es es gibt, kann man sehr, sehr schön den Aufbau und teilweise auch den Niedergang der Community ablesen. Man kann erkennen, wie Werbeaktionen funktioniert haben, wo plötzlich mehr Leute gearbeitet haben. Man kann aber auch erkennen, wenn sie keine Lust mehr hatten und aufgehört haben. Man kann zum Beispiel Profiling machen. Man kann schauen, was gibt es für Arten von Mappern? Haben wir solche, die machen 5 Sachen und hören dann auf? Oder ist der typische Mapper jemand, der leicht anfängt, klein und dann ganz groß und dann den Rest seines Lebens immer mappt, über viele, viele Jahre hinweg? Und man kann solche Profilings machen, solche Clustergruppen bilden über die Art der Leute, die mit den Daten arbeiten. Wer ist das? Was motiviert diese Leute? Man kann an diesen Daten ablesen, wie das Projekt gewachsen ist, wie es aber auch geschrumpft ist. Das hängt stark davon zusammen, was das Projekt so tut. Also wenn wir zum Beispiel einen Stammtisch gründen, irgendwo in der Stadt, oder ein Stammtisch gründet sich, wächst dann das Projekt. Oder treffen die sich dann nur noch zum Bier trinken, gehen nicht mehr mappen. Was hat das für Auswirkungen auf die Community? Das sind alles Dinge, die man als Statistiken oder als Statistiker, als Mathematiker aus diesen Daten rausrechnen könnte, was bisher aber keiner macht. Und so Fragen wie zum Beispiel, genau, Zu- und Abwanderung. Man sieht das manchmal in Landstrichen, wenn da die chemische Industrie wegbricht oder die Kohleindustrie, irgendwas bricht halt weg,
verschwinden dann auch die Mapper oder bleiben die dort? Sind das eher Leute, die in diesen Bereichen gearbeitet haben oder sind das vielleicht sind die in anderen Bereichen tätig und sind davon nicht betroffen? Gibt es solche, kann man so Bevölkerungswanderungen vielleicht daran ablesen, wann ein Mapper wo gemappt hat? Man kann aber zum Beispiel auch Urlaubsziele ausrechnen. Also man sieht, der hat irgendwie hier was in Deutschland gemacht, dann hat er mal was auf Tahiti gemacht und dann war er wieder hier, dann war er vermutlich mal in Urlaub. Und kann vielleicht sogar sowas wie, ja, wie ein Profil über den Mapper TM errechnen oder über verschiedene Gruppen. Allgemein kann man einfach unglaublich viele Statistiken mit Zeit- und Ortsbezug machen. Er war mal hier, dann war er mal dort. Oder er hat angefangen, dann hat er aufgehört. Warum hat er aufgehört? Was ist zu dem Zeitpunkt passiert? Und da ist ein riesiges Forschungsfeld, OpenStreetMap als Forschungsobjekt zu betrachten, das einfach noch lange nicht ausgeschöpft ist. Und es gibt noch eine weitere Kategorie von Fragestellungen, die es sich zu beantworten lohnt, nämlich die, die die Projektpolitik mit sich bringt. Also das, was in OpenStreetMap entschieden wird. Zum Beispiel beim Thema regionale Abdeckung. Wo sind wir stark vertreten, wo sind wir schwach vertreten? Lohnt es sich vielleicht hier einen Stammtisch zu machen oder eher nicht? Wäre es vielleicht sinnvoll, in der Region mal ein Meeting zu machen, mal ein Hack-Weekend zu machen oder sollen wir vielleicht woanders hingehen? Ich meine, Vosk ist jetzt in Dessau. Wir wissen nicht, wo die Mapper herkommen, die hier sind, wissen wir nicht. Aber könnte man auch so Daten ablesen? Wie weit sind sie gereist? Reisen sie gerne? Wir wissen es nicht. Ein anderes Thema ist natürlich der Lizenzwechsel. Klar, das steht uns allen irgendwie ins Gesicht. Wir würden gerne wissen, wie viele Daten gehen verloren, wie viele bleiben. Und auch das kann man aus diesen Diffs ablesen. Und naja, nicht zuletzt kann man eine Motivationsanalyse damit machen und gucken, okay, warum? Also vielleicht nicht nur mit den historischen Daten, aber im Zusammenhang mit Befragungen. Du hast angefangen zu mappen und du hast wieder aufgehört. Warum? Oder warum hast du überhaupt angefangen und warum hast du dann wieder aufgehört? Solche Fragen lassen sich da auch draus beantworten und die sind wichtig für die Projektpolitik, damit wir eine Steuerung machen können, sagen können, okay, in welchen Regionen sollten wir vielleicht mal was tun, wo ist es nicht so wichtig oder nicht so schlimm. Na gut, gibt es dann außer diesen Fragestellungen überhaupt eine Notwendigkeit? Also ist es irgendwie, gibt es wichtige Dinge, warum wir das jetzt sofort alles tun sollten? Und da gibt es ein paar Punkte, die natürlich vor der Tür stehen. Lizenzwechsel, klar, habe ich eben schon angedeutet, der kommt. Und da muss man sich mit den historischen Daten beschäftigen. Es geht gar nicht anders. Aber zum Beispiel auch sowas wie Importe und Community. Alle sagen, das ist schlecht und trotzdem machen es ganz viele. Wir wissen, dass wenn ich viele Daten importiere, dass danach die Community nicht mehr so stark ist wie vorher. Aber wir wissen nicht, wieso das da so ist. Wir kennen die Prozesse nicht so richtig. Versuchen die was zu bearbeiten, sind frustriert oder ist es alles schon so vom Detailgrad so stark? Und auch sowas kann man aus den Daten ablesen. Aber das eigentlich Wichtige und das eigentlich große Problem, das wir haben, ist dieses Wikipedia-Prinzip. Wikipedia-Prinzip heißt, jeder kann es bearbeiten, immer und jederzeit. Und wenn jemand Mist reinschreibt, dann kann ich auf den Rücknahmeknopf drücken und dann ist es wieder zurückgenommen. So wie sie halt dort mit Vandalismus umgehen. Jemand schreibt was Blödes rein, ich drücke auf den Knopf, ist wieder da. Bei uns in OpenStreetMap ist es genauso? Nein, eigentlich nicht. Bei uns ist es so, dass Vandalismus super einfach ist. Ich mache OpenJOSM auf, markiere die Stadt, drücke auf Löschen, lade den Kram hoch und die Stadt ist weg. Aber die wieder dahin zu bringen, wo sie mal war, das ist extrem kompliziert. Und das ist ein unglaubliches Ungleichgewicht, was wir da haben. Und das noch tangiert uns das nicht, weil wir haben nicht so viele Leute, die böse Sachen machen. Aber umso bekannter wir werden, umso größer werden die Interessen. Ich meine, da muss nur mal Google seine Abteilung hinschicken und sagen, jetzt macht ihr mal einen Tag OpenStreetMap kaputt. So. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir mit unseren Perl-Skripten das wieder repariert kriegen. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt sind wir mit diesem Wikipedia-Prinzip, mit diesem Ausgleichen von kaputt machen und wieder ganz machen, das schaffen wir nicht. Und um das hinzukriegen, müssen wir uns die historischen Daten ganz genau unter die Lupe nehmen, schauen, wie können wir dieses Rücknehmen, dieses Reparieren möglichst einfach machen. Das sind jetzt eine ganze Menge von Dingen, die man eigentlich machen müsste. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will das machen, dann muss man sich damit beschäftigen, wie funktioniert History in OpenStreetMap. Wir machen es an einem einfachen Beispiel. Wir haben hier einen Weg. Links haben wir den Weg und rechts hat ihn dann jemand verändert, hat jemand den mittleren Stützpunkt ein Stück verschoben. Das XML, das ihr gerade schon bei Frederik gesehen habt, das zeige ich jetzt auch nochmal so, das sieht ungefähr so aus. Wir haben hier irgendwie drei Punkte und einen Weg. Jetzt kommt jemand hin und bewegt diesen mittleren Knotenpunkt ein Stück. Was passiert? Es gibt eine neue Version dieses Knotenpunktes. Die schaut dann so aus. Das Grüne ist unsere neue Version. Man sieht aber, der Weg, der hat sich ja nicht verändert. Es hat ja nur jemand den Knotenpunkt verschoben.
Wenn es jetzt einem aber darum geht, wie sah der Weg denn davor aus, dann müsste man sich eigentlich auch auf diese veränderte Node-Version beziehen. Also wenn ich jetzt mir diese Historie anschaue, dann sieht es für mich aus, als gäbe es nur eine Version von diesem Weg. Das heißt, was man eigentlich machen muss, man muss so einen halben Weg errechnen, so eine Version 1.1, die quasi entsteht dadurch, dass jemand eine Node verändert hat, hat sich der Weg ja auch geändert, also die Geometrie hat sich geändert. Das ist jetzt alles ein bisschen verwirrend und es kann auch ganz schön Kopfschmerzen bereiten, aber man kann ein paar Schlussfolgerungen daraus ziehen, die wichtig sind, wenn man mit Historiendaten arbeitet. Wenn ich etwas an der Geometrie von einem Weg verändere, dann sehe ich das immer in den Nodes, weil die Nodes sind unsere geometrietragenden Objekte, die haben eine Koordinate dran. Wenn sich aber was an den Eigenschaften des Wegs verändert, also zum Beispiel er wird von der Eisenbahnschiene zur Straße oder sowas, dann sehe ich das im Weg. Wenn ich mich also frage, wie sah dieses und jenes Objekt dann und dann aus, muss ich immer beide betrachten. Ich kann nicht nur den Weg anschauen oder nur die Nodes, ich muss immer beides beobachten. Und wir haben es in dem Beispiel so ein bisschen gesehen, man braucht diese halben Versionen. Also irgendwo muss ich mir so Versionen aus den Rippen schälen, die entstehen, wenn jemand eine Node verändert, muss ich mir so eine halbe Wegversion dazu überlegen, irgendwie, die das abbildet. Wenn ich jetzt anfangen möchte, damit zu arbeiten und sage, okay, das ist alles kompliziert, aber ich kann das irgendwie mit Mathematik erschlagen, das geht schon, dann habe ich noch eine ganze Reihe von weiteren Dingen, die man so beachten muss. Zum Beispiel sind unsere History-Dumps verdammt groß. Hat jemand eine Idee, wie groß so die gesamte Geschichte von OpenStreetMap so vielleicht sein könnte? So wie sie zum Download bereitsteht. 22? Nein, leider nicht. Das sind 32 Gigabyte. Das muss man erstmal runterladen können. Also so ein DSL 1000 oder was hat man heute, 4000 sowas. Das dauert ein bisschen, bis man das runtergeladen hat. Und das dann auch noch zu entpacken und verarbeiten. Naja, es gibt eine PBF-Version davon, die ist nur 22. Ja? Aber es gibt dann natürlich auch noch sowas wie Rechenzeit. Also wenn ich mir anschaue, in so einem File sind irgendwie 22 und ganz viele Nullen Nodes drin. Wenn ich jetzt für jede Node irgendwie eine Millisekunde länger brauche als vorher, dann rechnet das Teil 25 Tage länger. Also ich muss beim Programmieren, wenn ich damit arbeite, muss ich extrem schnell sein. Weil wie gesagt, eine Millisekunde ist nicht so richtig viel und das macht gleich so ein Riesenergebnis aus. Also es muss schon schnell gehen, wenn man damit arbeiten will. Und noch ein Hindernis, das viele sehen, es gibt nicht so viele Programmiersprachen, die mir im Moment zur Verfügung stehen, mit denen ich angenehm OpenStreetMap-Daten verarbeiten kann. Klar, man kann es eigentlich mit allen, aber angenehm ist es eigentlich nur mit C++ und JavaScript zu machen. Dazu erzählt im Anschluss, ich glaube, es ist im Anschluss dran, der Jochen was über sein Osmium-Framework, mit dem man das super machen kann. So, ich möchte damit arbeiten, oder vielleicht möchtet ihr damit arbeiten. Wo geht's los? Wo gibt es die Datenquellen? Es gibt den Full History Dump. Den kann man da runterladen. Da ist alles drin. Da ist die gesamte Geschichte, die es in OpenStreetMap jemals gab, mit allen Änderungen, allem ist da drin. Es gibt davon noch eine PBF-Version, die ist kleiner, lässt sich schneller verarbeiten. Dann gibt es neuerdings vorgeschnittene Extrakte. Das ist, wie der Fred ja auch schon vorher angedeutet hat, für viele Leute ist das ein guter Ansatz zu sagen, okay, ich möchte nur Deutschland betrachten, ich möchte nur Osnabrück betrachten, ich möchte nur Dessau anschauen. Dann gibt es hier mindestens zwei Quellen, wo man diese Extrakte herkriegen kann. Und es gibt, und die hat der Fred ja im Voran schön erzählt, es gibt vollständige Diffs. Diese Diffs enthalten auch die gesamte Versionsgeschichte. Von allen Änderungen, die jemals passiert sind, die stehen da drin. Das heißt, mit diesen Datenquellen bewaffnet, kann ich also loslegen und kann anfangen zu programmieren. Ich kann mir zum Beispiel Osmium nehmen. Das wird gleich nochmal im Detail erklärt. Es kann für mich alle OSM-Formate verarbeiten. Ja, das sind ja nur so ein paar, ha, falsch gedacht, das sind echt viele Formate, die da zum Einsatz kommen, die alle irgendwo rumliegen. Also es gibt sehr, sehr viele Dateien in jedem von diesen Formaten irgendwo rum und ich möchte sie eigentlich alle unterstützen, wenn ich damit arbeiten will, und Osmium nimmt mir das halt ab. Man kann damit schmerzfrei normale GIS-Formate erzeugen, Shapefiles schreiben, CSV-Dateien, Grafiken errechnen, alles, was ich halt so brauche. Dann gibt es OSM.js, auch Teil von Osmium, bietet mir zwar nur einen Schnitt der Funktionen an, also nur einen kleinen Teil, aber ich kann es mit JavaScript bedienen. Das ist für viele natürlich viel einfacher, als es mit C++ zu schreiben. Fange ich mal an, so ein bisschen JavaScript und dann geht es schon. Ist trotzdem noch ziemlich schnell, hat aber ein bisschen Schwierigkeiten,
mit dem Speichermanagement, weil in JavaScript habe ich halt nicht sowas wie ein Bitset, da ist halt alles irgendwie 32 Bit breit und naja, für viele große Sachen eignet es sich nicht, aber es ist ein guter Einstiegspunkt und wenn jemand damit arbeiten möchte, dann lohnt sich das anzuschauen. So, wenn wir schon dabei sind, ein paar Tools aufzuzählen, ist es, glaube ich, wichtig, den Splitter zu erwähnen. Das ist so ein Programm, mit dem ich eben so einen vollen History-Block, so einen ganzen Riesenteil in einzelne Segmente schneiden kann und mir quasi einzelne Länder rausschneiden kann. Also wenn ich anfangen möchte, sagen, ich möchte mit meiner eigenen Stadt arbeiten, ich möchte mir meine Stadt rausschneiden, dann brauche ich das Teil. Das kann mehrere Extrakte gleichzeitig erstellen. Also ich kann hingehen, kann sagen, okay, ich hätte gerne irgendwie Europa, Deutschland und meine Stadt. Und dann macht er mir die alle auf einen Rutsch. Braucht auch nicht so unglaublich viel Arbeitsspeicher. Das kann man auf seinem Notebook mal ausprobieren. Halbes Gigabyte je Extrakt, das kriegt man schon noch irgendwie gestemmt. Läuft so 2 bis 3 Stunden auf diesem PBF Full History Dump. Also das kann man auch mal so machen. Da muss man nicht irgendwie gleich großen Plan oder einen Server mieten oder sowas. Ja, und das eigentlich Spannende, also zumindest für mich Spannende, ist diese Rendering-Sache. Weil jetzt habe ich irgendwie ganz viel über Daten und Datenquellen erzählt und es gibt irgendwie Dateien und sowas. Und naja, weil man möchte es ja dann doch irgendwie auch hübsch haben, man möchte es visualisiert haben. Und dafür gibt es den History-Renderer. Das ist ein Tool, das habe ich gebaut, um eben mit diesen Extrakten was machen zu können. Man kann die in eine PostGIS-Datenbank lesen, hat dann eine Datenbank, die mir für jede Node-Version einen Gültigkeitszeitraum angibt von bis und das mir auch diese Minor Versions errechnet, also diese halben Wege. Und ich kann auf der Basis, da liegen Skripte bei, kann ich auf der Basis Animationen machen. Ich kann damit Bilder berechnen, ich kann sagen, mach mir ein Bild, wie Dessau 2004 aussah. Das haben wir vorher gesehen. Ich kann aber auch sagen, mach mir eine Animation, wie sich Dessau entwickelt hat. Und die sehen wir gleich. Was ich damit machen kann, was ich daran auch machen muss, vor allem, und da ist halt der Punkt, da brauche ich Unterstützung, weil das sind so komplizierte Sachen, dass man das teilweise alleine gar nicht hinkriegt, sind klar immer das schwierige Multipolygon-Relationen. Die sind extrem schwer zu verarbeiten. Wenn man dann noch die Zeitachse dazu nimmt, wird es noch komplizierter. Da fehlt noch ganz viel an der Stelle. Es ist auch nicht updatefähig. Also wenn ich diese Datenbank einmal importiert habe, dann habe ich quasi den History-Stand von Beginn der Zeitrechnung bis jetzt. Aber ich kann morgen kein Update mehr einspielen. Und es braucht einfach derzeit noch viel zu viel Speicher. Man kann ganz Deutschland nicht auf einen Schlag importieren, aber es reicht, um eben so eine Stadt oder mal ein Bundesland zu laden. So, jetzt haben wir vorher drüber gesprochen, oder ich habe drüber gesprochen, was es denn alles gibt schon an Datenquellen, aber es gibt noch ein paar mehr Sachen, die man irgendwie machen könnte, wenn man sagt, okay, History-Daten, das interessiert mich, was brauchen wir denn da eigentlich an der Stelle noch? Eine Sache, die wir, glaube ich, dringend brauchen, ist so eine History-API, wo Leute, die eben sagen, ich will mir nicht meinen eigenen Server aufsetzen, ich will nicht meine eigene Datenbank haben, ich hätte gerne irgendwie eine API, wo ich eben sagen kann, gib mir mal den Weg und wie war der letztes Jahr? Oder wie war er eben vorgestern, die mir sowas ermöglicht. Das kann auf dieser Datenbank, die der Importer ja schon macht, aufsetzen, das kann auch ganz anders funktionieren, aber das wäre was, was glaube ich ganz toll wäre für viele, um einfach mal loszulegen. Was auch eine schöne Sache wäre, wäre so eine Differenzgeschichte. Wie sah das gestern aus und wie sah es heute aus und was hat sich seither verändert? Und nochmal das hervorgekramt, Statistiken, Analysen, Forschungen, Analysen, wie sich die Community verändert hat, wie sich die Daten verändert haben, wie sich bestimmte Ereignisse ausgewirkt haben. Da ist noch ganz, ganz viel Musik drin. Aber jetzt nach den ganzen nackigen, weißen Textfolien habe ich mir gedacht, mache ich ja noch so ein bisschen was Buntes rein und zeige mal, was man denn machen könnte, wenn man jetzt sofort Lust hätte, sich mit History zu beschäftigen. Und man könnte nämlich das Beste zeigen. Und das Beste ist nämlich das, was wir alle geschaffen haben. Was wir geschaffen haben, ausgehend von 2004 an. Wir haben eine riesige Datenbasis geschaffen und man sieht in so einer Animation schön. Läuft sie weiter? Ja, sie läuft weiter. Wie sich das so füllt, wie langsam die Land-Uses dazukommen, wie die Autobahnen sich füllen, wie bestimmte Flächen dazukommen, wie die Straßen sich entwickeln. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist aber interessant, ich würde gerne mal sehen, wie sich meine Stadt entwickelt hat. Ich würde gerne mal meinen Landkreis sehen, wie der sich so gemacht hat. Ich würde vielleicht auch gar nicht nur so auf Monatsebene, sondern vielleicht jeden Tag einen Frame haben. Ist überhaupt kein Problem, können wir alle machen. Und zwar ist da oben ein Link und den könnt ihr anklicken, abtippen, abfotografieren, da mal hingehen und da ist eine super ausführliche Anleitung, wie man sich selber so eine Animation machen kann. Und
das läuft auch auf einem ganz normalen Rechner. Dazu braucht man keinen fetten Server, das läuft auf den kleinen Notebooks, die wir hier haben, vielleicht auf den Netbooks nicht. Und wenn das nicht klappen sollte oder ihr noch Fragen oder sowas habt, dann könnt ihr sie jetzt stellen oder mich später draußen ansprechen oder ihr schickt mir eine Mail und ich bin gerne bereit, dazu alles zu beantworten und beim Aufsetzen zu helfen. Vielen Dank, Peter. Sehr interessante Sache. Haben wir Fragen dazu? Ich habe eigentlich keine Frage, sondern nur eine Ergänzung, weil das mit der Forschung noch angesprochen wurde. Gestern wurde ein Paper publiziert von, also ich hast du es schon gesehen, von Peter Moon, der sich genau auch mit diesem Thema beschäftigt hat, mit heavily edited OSM-Daten, aber allerdings nur auf die britischen Inseln bezogen. Mhm. Das habe ich noch nicht gesehen, danke für den Hinweis. Ist ein Open Access Paper, kann online runtergeladen werden. Ich kann das nachher mal twittern oder sowas. Super, vielen Dank. Also das Paper kann sich jeder angucken, muss man nicht bezahlen. Haben wir noch eine weitere Frage? Ja. Also wenn ich gerne so eine vollwertige Open Layers Karte hätte, wo man halt reinzoomen kann, aber trotzdem mit so einem Zeitschieberegler. Mhm. Gibt es schon so eine Ansätze, dass jemand schon mal sowas gemacht hat? Weil das wäre ziemlich cool, finde ich. Mhm. Das fände ich auch ziemlich gut. Die Hauptschwierigkeit ist, dass sich sowas nicht so gut mit dem Teilserver machen lässt, weil man müsste ja jede Kachel für jeden Zeitraum einmal rechnen. Und die Auflösung, die zeitliche Auflösung der Datenbank ist halt eine Sekunde. Das heißt, ich kann mir den Stand der OpenStreetMap-Datenbank zu jeder Sekunde genau anzeigen lassen. Aber das Tabellenschema, das man erzeugt, wenn man dieses Skript da oben ausführt, das ist kompatibel zu dem von OSM2PGOSQL und es wird auch der normale OpenStreetMap.org-Style verwendet. Das heißt, eigentlich sollte es nicht so schwer sein, da ein WMS draufzusetzen, der eben als Parameter die Zeit nimmt, wo ich dann oben quasi so einen Zeitschieberegler habe und dann kann ich halt die Zeit einstellen, rein rauszoomen und eben dann vielleicht noch die Zeit ändern und dann woanders hinzoomen. Also ich sehe da kein prinzipielles Hindernis, das auf der Basis zu machen. Wäre schön, wenn das jemand machen würde und mal einen Link auf die Mailingliste tut. Das wäre echt geil, glaube ich. Weitere Fragen noch? Ansonsten habe ich eine. Auf der einen Folie hast du erwähnt gehabt, dass du C++ und JavaScript empfehlen würdest. Was spricht gegen Java und Osmosis? Das Problem, das wir mit Osmosis hatten, ist, dass es in seinem Datenmodell kein Modell für ein gelöschtes Objekt hat. Also so wie man Osmosis, also vielleicht hat sich das auch geändert im letzten halben Jahr, aber als ich zuletzt versucht hatte, hätte man im Osmosis Core irgendwo noch einen Flag hinzumachen müssen, so ist invisible oder ist gelöscht. Und das hat sich der Maintainer, wollte das nicht in die Standarddatenbasis mit übernehmen. Und dementsprechend hätte jeder, der das machen benutzt hätten müssen, eine gepatchte Version von Osmosis benutzen sollen. Und das war mir einfach, wollte ich nicht. Ist okay. Ich hab nur mal gedacht, also ich benutze Osmosis dafür, aber ich habe eine angepasste Version dafür mir gemacht. Es geht natürlich prinzipiell mit jeder Programmiersprache, die XML lesen kann. Also ich kann das auch in PHP coden, wenn ich das will. Und Osmosis ist mit Sicherheit was schon viel abdeckt. Und wenn ich eben bereit bin, da reinzugehen und sofort was zu ändern und irgendwie da noch im Code was zu machen, dann kann ich das benutzen. Aber mit diesem C++-Framework, da gibt es halt fertige Anwendungen. Also da muss ich nichts irgendwie selber coden, die brauche ich nur starten und habe eine Datenbank. Danke. Haben wir sonst irgendeine Frage noch? Nein? Dann vielen Dank nochmal, Peter.